Ich bin heute wieder unterwegs auf einen Overnighter im Wald und was ich dazu alles in meinem Rucksack an Ausrüstung habe, das möchte ich euch heute zeigen. So, ich habe euch ja versprochen, dass wir mal gucken, was ich in meinem Rucksack alles dabei habe, wenn ich für eine Nacht unterwegs bin. Wohlgemerkt ist das jetzt eine Ausrüstungsliste oder ein Loadout, wenn ich Bushcraft-mäßig unterwegs bin. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Gepäck dabei für solche, sagen wir mal, Erlebnistage, Erlebnisnächte. Und wenn ich wandern bin, Trekking bin, also über mehrere Tage wandern, dann habe ich natürlich wesentlich weniger Ausrüstung dabei. Bei der Gelegenheit schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn es euch interessiert, welche Trekking-Packliste ich habe. Dann kann ich da gerne auch nochmal ein Video draus machen, weil es ist doch eine andere Zusammenstellung an Ausrüstung und wesentlich leichter, wie ich unterwegs bin. Ich werde euch unten in die Videobeschreibung die Zeiten auch reinkopieren. Da werde ich euch immer die Minuten- und Sekundenangaben mit reinschreiben, sodass ihr schnell hinnavigieren könnt, wenn ihr etwas überspringen wollt oder wenn euch etwas ganz besonders interessiert. Ich habe viele Rucksäcke ausprobiert und bin am Ende aber beim Fjällräven Kaika hängen geblieben. Einfach aus dem Grund, weil er sich für mich am angenehmsten tragen lässt, auch wenn ich mehr Gewicht dabei habe. Ich habe viele Rucksäcke ausprobiert, die an sich leichter waren, weil der Kaika ist relativ schwer mit, ich glaube, 3 Kilogramm. Und ich dachte mir, wenn ich leichtere Rucksäcke nehme, dann habe ich in Summe weniger Gewicht, was ich tragen muss. Aber das war ein Trugschluss. In dem Moment, wo das Tragesystem nämlich weniger komfortabel ist, habe ich einfach nicht mehr die Freude, den Spaß am Laufen. Und ich habe ihn jetzt seit, ich glaube, 8 oder 9 Jahren und er ist super robust. Er hat das G1000 Material, über das ich ja auch schon ein Video gedreht habe, wie wir das Ganze wachsen und imprägnieren können. Wie gesagt, etwas schwerer, aber vom Tragekomfort einfach ideal, auch wenn ich schwerere Lasten zu tragen habe. Okay, beginnen wir von oben nach unten. Im Deckelfach habe ich zum einen den Regenschutz, der dabei war beim Kaika, auch von Fjällräven. Das heißt, der ist genau abgestimmt auf die Größe des Rucksacks. Und im zweiten Deckelfach einmal mein Handy, ein paar Taschentücher und eine kleine Regenjacke, die ich auch mal drüber ziehen kann, falls es mich friert. Kommen wir zu den Ausrüstungsgegenständen im Hauptfach. Und das Riesenfeature, was mich beim Kaika überzeugt hat, war, dass ich vorne nicht nur über das Deckelfach rankomme, sondern ich komme auch von vorne ganz flächig an die Inhalte. Ich habe mir angewöhnt, meine Ausrüstungsgegenstände immer in Beutel zu verpacken, so dass sie thematisch zusammengepackt sind. Einfach aus dem Grund, dass ich mir dann einen Beutel rausnehmen kann und ich weiß sofort, was ich in der Hand habe. Also hier zum Beispiel alles, was mit Kochen und Essen zu tun hat. Und so kann ich einfach eine Tasche rausnehmen und habe alles thematisch sortiert. Fangen wir direkt mal an mit allem, was mit dem Essen zu tun hat. Ich habe heute dabei für die Bushcraft-Tour wieder einen Behälter mit Mehl. Meine Edelstahltasse, die ihr schon von anderen Videos kennt, die ist mit, ich glaube, 500 Millilitern relativ klein, aber für mich hat sie bis jetzt immer funktioniert und ausgereicht. Dann habe ich einen Spork dabei. In der Zwischenzeit nutze ich eigentlich fast nur noch meinen selbstgeschnitzten Löffel, aber er ist trotzdem noch dabei, falls ich mal eine Gabel brauche. Meinen Sawyer-Wasserfilter mit dem Squeezeback. Das heißt, hier kann ich das schmutzige Wasser reinfüllen, ihn an den Wasserfilter anschrauben und durch Pressen dann das Wasser filtern, sodass auf der anderen Seite dann mein gefiltertes Wasser rauskomme. Dann habe ich dabei ein paar Trekking-Kekse. Vor allem in der Bundeswehrzeit haben wir sie immer Panzerplatten genannt. Gibt es inzwischen auch beim Globetrotter im zivilen Bedarf. Den gerade schon erwähnten selbstgeschnitzten Löffel. Wenn es euch interessiert, es wird demnächst auch ein Video geben, wie ich diesen Löffel schnitze, auf 2 unterschiedliche Arten. Wenn es euch interessiert, schreibt es gerne auch nochmal in die Kommentare und freut euch in 2 Wochen auf das Video. Dann ein kleines Fläschchen mit Öl.
Ich habe immer Olivenöl dabei, in der Tüte sicherheitshalber, dass es nicht ausläuft. Sie war noch nie undicht, aber ich bin trotzdem immer ein bisschen vorsichtig, weil wenn mal tatsächlich Öl ausläuft, dann ist es eine Riesensauerei. Deswegen doppelt verpackt 60 ml Olivenöl. Meine Bushbox, den Hobo, über den ich auch schon mal ein Video gemacht habe. Ich benutze die Bushbox LF. Und zu guter Letzt noch ein paar Tütchen, einmal Backpulver, Trockenhefe und drei Päckchen Tee. Das wäre jetzt mal alles, was ich so in dem Beutel drin habe zum Essen. Was da natürlich nicht mit dabei ist, sind die frischen Lebensmittel, die ich immer mit dabei habe. Ich werde mir morgen früh eine schöne Banane anbraten. Für den Nachtisch heute Nacht die Schokorosinen für Stockbrot. Ein bisschen grünen Spargel, meine Süßkartoffel für Bratkartoffeln und ein bisschen Brot für morgen früh. Und dann geht es noch weiter mit den frischen Lebensmitteln in meiner Box. Da habe ich hier einen schönen Schwarzwälder Speck, zwei Zwiebeln, ein Knoblauch und ein paar Tomaten. Als nächstes dann auch meine gusseiserne Pfanne. Auch die gusseiserne Pfanne kennt ihr wahrscheinlich schon aus meinem Video über die leckere Bohnenpfanne. Durch die Muttern hier hinten lässt sich der Griff nämlich super verstauen zum Transport. Und zum Kochen habe ich eine vollwertige Pfanne mit Henkel. Sehr cooles Teil. Als nächstes geht es um das Thema Hygiene. Auch hier habe ich einen extra Beutel gemacht. Einmal ein kleines Handtuch. Ein Päckchen Tempos, dann eine kleine Tube Sonnencreme, weil es momentan so extrem sonnig ist. Ein Antibrumm gegen Stechmücken, eine kleine Rolle Klopapier und zu guter Letzt noch meinen Kulturbeutel von Tatonka. Relativ klein und handlich und trotzdem praktisch mit so einem Haken, damit ich ihn an jeden Ast hängen kann. Was habe ich da drin? Zum einen meine Kontaktlinsen für den nächsten Tag. Eine biologisch abbaubare Seife, meine Zahnbürste. Ich habe mir den Stiel übrigens nicht abgesägt, damit das Ganze leichter ist, sondern aus dem einfachen Grund, damit sie hier überhaupt reinpasst. Die Zahnpasta, ein Deo, ein Nähset und jetzt noch zwei Ausrüstungsgegenstände, die ich dabei habe, die ihr vielleicht komisch finden werdet, aber ich habe noch ein bisschen ein Haargel dabei und auch ein kleines Fläschchen, eine Probe von Parfum. Aus dem einfachen Grund, wenn ich unterwegs bin und ich fahre zum Beispiel mit dem Zug weiter weg, zum Beispiel in die Berge und habe da zwei, drei Nächte, wo ich unterwegs bin, dann rieche ich danach nicht mehr wirklich angenehm und damit ich dann auf der Heimfahrt nicht ultra unangenehm auffalle, wasche ich mich irgendwo an einem Flusslauf, an einem Bach oder was auch immer und sprühe mich danach zumindest halbwegs oder richte mich auch wieder mit meinen Haaren wieder halbwegs so her, damit man mich anschauen kann. Ist mir einfach wohler, wenn ich unterwegs bin, wenn ich dann auch aus der Wildnis wieder zurückkomme in die Zivilisation, dass ich auch zivilisiert ausschaue. Muss man nicht dabei haben, ich finde es aber sehr praktisch. Ihr findet es vielleicht pedantisch oder kleinlich, alles in diese Packsäcke zusammenzufassen, aber wenn ich was gelernt habe, ist, dass es zum einen irgendwann da einen riesen Tohuwabohu im Rucksack gibt, wenn man mehrere Tage unterwegs ist. Und auf der anderen Seite packt sich es auch einfach schneller. Ich kann die Beutel sortieren wie Lego-Bausteine und habe dann die Möglichkeit, einfach meinen Rucksack so zu sortieren, dass ich möglichst schnell wieder vom Fleck komme. Es kann immer mal sein, dass man sein Lager abbrechen muss. Und dann ist man froh, wenn es schnell geht, wenn man wieder wegkommt. Und hier geht es um allerhand Kleinkram, den ich dabei habe, für das ich eigentlich keine wirkliche Rubrik habe. Und da fällt zum einen natürlich mein Erste-Hilfe-Set. Brauche ich, glaube ich, gar nicht reingucken. Das ist ein Motorrad-Erste-Hilfe-Set mit Bandagen, mit Schere, mit kleinen Pflastern, mit einer Zeckenzange. Das habe ich eigentlich immer dabei, egal wie lang oder kurz die Tour ist. Dann noch hier ein Groundsheet aus Ripstop-Nylon. Relativ leicht für seine Größe von 90 cm x 2,10 m. Ist dafür gedacht als Unterlage für die Isomatte, damit die nicht direkt schmutzig wird oder eben auch als kleiner Schutz vor Steinen oder spitzen Ästen. Dann
für heute fürs Schnitzen, fürs Löffelschnitzen. Und zwar ist das hier ein Schälmesser, ein Schnitzmesser, weil ich nachher eben noch einen Löffel schnitzen möchte. Und dadurch, dass es da nicht wirklich eine Scheide dafür gibt, habe ich das hier eingewickelt. Also hier ein Schnitzmesser zum Ausholen für den Löffel. Und dann nochmal eine Untertüte. Zum einen mit Hosengummis. Die Fjällrävenhosen sind ja immer länger geschnitten, als man sie eigentlich bräuchte. Und mit den Hosengummis kann man sie dann hochklemmen, ohne dass ich sie kürzen lassen muss. Das hat den großen Vorteil zum einen, dass wenn ich mal ohne Schuhe unterwegs bin, ziehe ich die Hose einfach lang und stehe dann quasi auf der Hose. Und auf der anderen Seite, wenn ich die Hosengummis drin habe, bin ich gleichzeitig ein bisschen geschützter vor Zecken, weil sie einfach dann anliegend sind und somit kein direkter Durchgang zwischen Socken und Haut dann möglich ist. Ansonsten habe ich mir hier kleine Klammern gekauft. Dadurch, dass mein Tarp leider nicht ausreichend Ösen hat zum Befestigen, zum Beispiel für ein kleines Zelt, habe ich mir hier Klammern gekauft, die man direkt an eine Plane ansetzen kann, zuschrauben kann, und dann hat man hier quasi eine Öse, egal wo, kann man die dann eben befestigen und hat somit alle möglichen Befestigungspunkte, die man braucht. Davon habe ich 4 Stück dabei. Dann ein paar Heringe. Ich schnitze mir gern eigentlich meine Heringe, trotzdem nehme ich es immer wieder mit. Die sind welche aus Alu, sind relativ leicht, brauchen keinen Platz, deswegen nehme ich sie mit. Das sind hier solche Dreiecksheringe. Und zu guter Letzt ein Pfefferspray. Ich habe es noch nie gebraucht, aber man fühlt sich irgendwie ein bisschen sicherer, wenn man damit unterwegs ist. Sei es, wenn die Wildsau kommt oder wenn vielleicht irgendein ungebetener Gast im Wald auftaucht, wenn man nachts unterwegs ist. Deswegen habe ich hier dieses Pfefferspray noch mit dabei. Okay, ich habe wirklich relativ viel dabei, fällt mir gerade auf. Eine Tüte, die natürlich hier besonders ist für meine YouTube-Themen, ist mein Beutel mit der Technik. Und hier habe ich zum einen dabei ein Licht für die Nacht, damit ihr mich erkennen könnt, wenn die Kamera läuft. Dadurch, dass ich keinen Nachtmodus in der Kamera habe, brauche ich einfach eine Lichtquelle, damit ich das Bild, die Szene erhellen kann, damit ihr was seht. Eine Powerbank mit integriertem Solarpanel zum Aufladen von den Akkus, die schnell leer sind, zum Beispiel von den GoPro-Kameras. Und dann hier noch meine Drohne für die Drohnenaufnahmen. Ich habe die DJI Mavic Air. Die hat für mich einfach das beste Verhältnis zwischen ihrer Größe, ihrem Gewicht und der Qualität ihrer Filme, die sie liefert. Und aus der Drohne kommen eben die Aufnahmen, die ihr ab und zu seht in meinen Filmen, wenn sie aus der Luft geschossen sind. Falls es euch jetzt noch interessiert, mit was ich denn filme, zeige ich euch hier einmal meine Hauptkamera mit dem aufgesteckten Mikrofon. Schon eine relativ alte Kamera von Panasonic, die gibt es glaube ich inzwischen schon gar nicht mehr zu kaufen. Obendrauf das Mikrofon von Rode, das VideoMic mit einem Katzenfell gegen die Windgeräusche. Als Stativ habe ich das Nanomax 220 von Kullmann. Ich finde es für seine Leichtigkeit und seine Größe ist es doch super robust, genau das, was ich brauche. Und hier oben dann eine GoPro Hero. Das ist die Version, die man nicht aus seinem Gehäuse rausnehmen kann. Hat leider kein Display hinten dran. Das ist ein bisschen schwierig dann zum Einstellen des Bildausschnitts, aber sie funktioniert relativ gut. Und gehalten wird die GoPro vom Nanopod von Joby. Sehr praktisches Teil, weil ich die Kamera somit einfach überall festmachen kann. Und der ganze Rest in der Tüte sind Batterien, Ersatzakkus, Kabel zum Laden der Kameras, der Drohne und des Lichts. Das ist eigentlich schon alles, was ich an Ausrüstung dabei habe. Kommen wir als nächstes zur Schlafausrüstung. Ich habe hier eine Expert Synmat 7. Ich habe mir die einfach mitgenommen, weil ich es doch einfach luxuriöser haben möchte, wenn ich schlafe. Und die ist einfach ideal. Sie ist super klein und handlich und hat eben 7 cm Höhe und ich kann da ideal drauf schlafen. Und dafür brauche ich auch das Groundsheet, was ich euch vorhin gezeigt habe. Wenn ich nur Bushcraft-mäßig, leichtgewichtmäßig quasi unterwegs bin, habe ich nur die Bundeswehr-Isomatte dabei. Die ist sehr dünn. Ich habe sie deswegen auch jetzt mit dabei, weil ich sie einfach als Unterlage zum Sitzen hernehmen kann. Sie ist einfach unkaputtbar, egal wo ich sie, auf welchen Untergrund ich sie schmeiße.
Ich kann sie nehmen, um meine Ausrüstung aufzubreiten, ohne dass sie schmutzig wird. Ich kann mich damit ans Lagerfeuer setzen und habe keine Angst, dass mir eben da ein Loch reinkommt und die Luft entweicht. Deswegen ist die Bundeswehr-Isomatte immer mit dabei. Zudem ist sie extrem günstig. Dann habe ich noch eine Jacke mit dabei, Ersatzklamotten, eine Unterhose, Socken und ein Ersatz-T-Shirt. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber bei einem Overnighter brauche ich kein zweites Set, weil ich ja morgen Mittag dann wieder nach Hause gehe. Okay. Was haben wir noch in den Fächern? Wir haben unten eben zum Schlafen ein Tarp, relativ schwer. Es ist 3x3 Meter groß, hat eben nur an den Ecken und einmal an der Längsseite Ösen. Deswegen brauche ich eben diese Klammern, die ich noch extra vorhin erwähnt habe. In Olivgrün, deswegen, weil es einfach ein bisschen unauffälliger ist, wenn ich im Wald bin. Und mein Schlafsack, den Carinthia Defense 1. Bei den Temperaturen völlig ausreichend und er ist einfach schön leicht. Warum habe ich keinen Schlafsack in zivilen Farben genommen? Einfach aus dem Grund, der Carinthia Defense 1 ist relativ günstig zu haben. Und gerade wenn ich jetzt hier so im Wald unterwegs bin, wird das Ganze sehr schnell schmutzig. Ich bin ja nicht in einem Zelt, sondern wirklich am Waldboden quasi, wo ich liege. Und deswegen habe ich mir einfach einen genommen, der schmutzig werden kann, wo es nicht sofort auffällt und den man auch leicht waschen kann. Zum Abschluss kommen jetzt noch die Seitenfächer. Auf der einen Seite habe ich mein Werkzeug. Zum einen mein Mora-Kniv, mein Messer, relativ basic und rudimentär, aber einfach super robust. Und das nehme ich sowohl zum Arbeiten als auch zum Kochen. Dann das Fiskars Beil X5. Klein und handlich, aber durch die Schärfe kann man wirklich was damit arbeiten. Finde ich immer noch total praktisch. Ein kleines Review habe ich dazu geschrieben auf meinem Blog. Den Link dazu setze ich euch gerne unten wieder in die Videobeschreibung. Und dann noch meine Säge, auch von Fiskars. Sehr scharf und einfach von der Länge größer als mit dem Schweizer Taschenmesser, so dass ich einfach auch größere Äste durchsägen kann. Auf der anderen Seite habe ich zum einen meinen Zunderbeutel mit dem Feuerstahl, mit etwas selbstgefundenem Kienspan und mit einem Wattepad, falls alle Stricke reißen sollten. Und zum zweiten das wasserdichte Toolbag. Dazu gibt es ein extra Video, das werde ich jetzt nicht auspacken, aber hier sind eben allerhand Utensilien mit drin, die man so braucht, wenn man unterwegs sind. Und das habe ich immer gepackt, sei es von Taschenlampe, Feuerzeug, Minisäge, da ist einfach alles drin, was man so an Kleinkram noch braucht. Und was natürlich auch noch mit dabei ist, sind zwei Flaschen Wasser, jeweils 1 Liter, weil Wasser ist natürlich extrem wichtig. Heute bin ich ja oben auf einem Bergkamm, das heißt, ich habe keine direkte Nachschubquelle für Wasser. Deswegen habe ich mir hier auch 2 Liter mal mitgenommen. Zum Waschen, Abwaschen muss ich natürlich dann wieder runter vom Berg. Ich hoffe, mein Video über die komplette Ausrüstung, die ich dabei habe, wenn ich im Wald übernachte, hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dabei habt, was ich vielleicht noch mitnehmen sollte oder was ich in euren Augen auch zu viel vielleicht dabei habe. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder beim nächsten Video und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß in der Natur, tolle Erlebnisse. Wir sehen uns. Bis bald.